Schön, dass ihr da seid. Wir legen los. Hier ist der 24-Stunden-Livestream für euch. Es geht wieder los. Woo! Aufgepasst, Sister and Bros. Absolut ohne Sinn und Verstand. Garantiert außer Rand und Band. Dreh den Beat volle Pulle auf. Das ist der Sound, der dich aufbaut. Schau, miese Laune, dich hat keiner gefragt. Schieße Power ist angesagt. Kein Bock auf Beauty oder Gaming. Ich geh so'n Schritt auf Body Shaming. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lachen, kochen, singen, bis einer umfällt. Der ganze Wahnsinn ist for you. So Streamer ist wieder am Start. Dieser Track kommt krass und hart. Wer sich gegen gute Laune wehrt, ist bei den Beats total verkehrt. Kein Bock auf Beauty oder Gaming. Ich geh so'n Schritt auf Body Shaming. Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Lachen, kochen, singen, bis einer umfällt. So, putzen! Sauber machen, hab ich von Mama gelernt, ne? Mit Musik bringt das doch immer gleich mehr Spaß, oder? Wie oft höre ich Musik um Putz? Komme ich voll langsam voran. Guck mal, ich habe früher Hühner gehalten, ne? Da sagen auch die Leute, die das hören, Digga, hast du nicht mal alle Latten am Zaun? Was willst du mit Hühnern? Ja, aber ist ja auch schwer, die Leute fühlen das ja nicht so. Natürlich ist es was anderes als irgendwie ein Hund, den du, ne, dies, das, jenes machen kannst und so, ist natürlich was ganz anderes. Aber glaubt mir, auch so ein Huhn kann entzückend sein. Glaubt es mir, wirklich. Wenn ich da an Lisa denke von früher, oh, was für eine Zuckermaus. Das Alter passte gerade super zum Beat. Immer dieses... Alter! Vielleicht sollte man mal einen Song daraus machen. So ein paar irgendwie Schizo-Schnipsel und dann zu irgendeinem Beat packen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine geile Idee. Mal gucken. Wer weiß. In einer der nächsten Remi-Demi-Streams. Schön, dass du da bist. Du bist neu hier. Oh, hau, 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 hau. Ja. Vielleicht kann jeder, der gerade noch im Chat ist, mal einen Satz zum Kanal loswerden. Wenn ihr jemanden Neuen sagen müsstet, was erwartet einen hier? Oder was macht den Kanal aus oder so? Jeder der anderen mal kurz einen Satz. Verrückte Spiele, coole Sprüche und Spaß. Der letzte Rotz. Beides auf jeden Fall richtig schon mal. Ja. Wenn der eine oder andere auch noch etwas dazu ergänzen möchte, dann gerne. Hier erwartet dich ein sehr lieber, verrückter, sehr verpeilter Typ, der sein Herzblut in die Stream steckt. Viele Spiele, viel Lustiges, schwarzer Humor. Ja, das ist auch richtig. Es ist alles richtig. Ja. Sehe ich da zwei Sätze, Danika? Ah, muss ich leider löschen. Das, so. Gut. Ja. So, das ist jetzt die finale Liste für heute Abend. Es geht los mit Bissel anders als sonst. Dann kommt, da tut sich immer mehr. Wirkung ist da. Jetzt wird's interessant. Huch, Springbrunnen incoming. Alter, unzurechnungsfähig. Ohnmacht bevorstehend. Game over. Ja, ich würde sagen, so ist gut, ne? Ich freue mich schon auf 18 Uhr. Naja. Wir überlegen uns gleich nochmal gemeinsam so ein paar Tests. Ich habe schon einige Ideen, vielleicht habt ihr aber auch noch coole Ideen. Kinder, das ist nur, weil ich den Kratzbaum verschoben habe, heißt das nicht, ihr dürft heute gar nicht mehr hierher kommen. Ihr seid ja doch nach wie vor herzlich willkommen, Mensch. Hast du Toast oder Salzstangen oder so da? Dass du was hast,
was den Alk aufsaugt, wenn es zu doll wird. Nee, leider nicht. Ich bin wirklich... Ich hab nur die Pizzen da. Ich hätte noch ein bisschen Eis da. Die Getränke, die ich erwähnt hatte. Zusätzlich auch noch Cola und Fanta für Kashi. Ja, und das war's. Und für mich habe ich sonst noch Zelda. Dass ich dann auch später wieder zur Zelda übergehen kann. Ja, und für morgen zum Beispiel zum Essen habe ich auch gar nichts. Also es wäre schlau, bevor der Stream zu Ende geht oder direkt nach dem Stream nochmal schnell was zu essen, bevor ich mich dann aufs Ohr hau. Mal gucken. Eigentlich müsste Andi heute auch nochmal kurz streamen, ne? Und ein bisschen tanzen. Damit ich mich dann bei ihm reinschalten kann und mit ihm tanzen kann. Vielleicht, wenn ich nachher was getrunken habe. Na gut, ich glaube, Andi darf bei sich abends da zu Hause in der Bude nicht so viel Action machen, wie ich hier. Also ich darf es eigentlich auch nicht, aber ich scheiß drauf. Ach, du streamst heute um 20 Uhr. Ach, tatsächlich. Ja, dann passt das doch. Ja, perfekt. Alles klar. Dann bin ich um 20 Uhr mit Tanzvideo-Shirt am Start, schalte mich zu Andi in den Stream rein und leg dann wieder ein paar Dance-Moves mit aufs Parkett. Sofern es möglich ist, ne? Man darf nicht vergessen. Hier wird nachher das Planschbecken stehen, die Dings und so. Also so viel Platz werde ich auch nicht haben. Dann muss ich vielleicht ein bisschen weiter hier nach vorne gehen. Ja. Tobi, grüß dich. Quentin's Nightmare, moin moin. Ach ja. Er wollte ja mit mir trinken, ne? 18 Uhr geht's los. Hier oben steht's. Oh Mann, das wird doch was. Ja. Ja, ich sollte vielleicht auch schon mal den Eimer besorgen. Es gibt da den legendären Eimer, immer wenn ich irgendwas mit Kotzen mache, im Stream, dann gibt es den Eimer Künstler bei der Arbeit. Und den Eimer sollte ich vielleicht auch schon mal holen, dass der Griff bereit ist, genauso ein Handtuch, falls das große Malheur kommen wird. Oh, ich liebe diese Shizu-Cap, ne? Ganz ehrlich. Ich liebe sie einfach. Das leuchtet auch so irgendwie. Also ich finde, das ist schon kräftig, dieses Logo, Shizu-Streamer. Ja. Unten mit dem grünen Schirm. Ja, ist auch mittlerweile raus, ne? Ist verschickt worden. Also Nick, Pia, die Cap ist unterwegs, gestern abgeschickt. Und sie ist unterwegs. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich schon mit bisschen Glück Montag bei euch eintreffen wird. Du bist fast 24. Oh, da bin ich ja schon fast ein alter Mann, ne? Weißt du, wie alt ich bin? Ansonsten schätz mal. Ja, vielleicht mache ich auch noch Spaß. Vielleicht bin ich ja auch noch sehr jung. Ganz ehrlich, was schätzt du, wie alt ich bin? Wenn du es nicht weißt. 31. Ach Mensch, du, da hast du aber ganz gut geraten, ne? Gut, dann habe ich das offensichtlich schon irgendwo erzählt. Naja. Ja, so ist das nämlich. Kaum habe ich Essen am Start, ne? Ja, da seid auf einmal alle wieder da. Da ist... Nö. Sag mal, spinnst du? Sag mal. Geht's noch? Ihr hattet vor dem Stream von mir bekommen. Richard hier auch in der Ecke. Man sieht ihn sowieso immer nicht, wenn der Hintergrund dunkel ist. Richard. Hm? Nee, ist auch gemein. Ich will dich gar nicht ärgern. Ihr könnt ihn sowieso nicht sehen, der ist zu dunkel. So, und du? Oh ja! Geht's noch? Na, kannst du besser auf die Pizza gucken, ne? Kannst du von da aus besser auf die Pizza gucken, ne? Ja, haben wir nicht gedacht. Was ist los? Richard, kleine Schnuckelmaus, ja, ja. Sag mal. Seid ihr so geil darauf?
Schau mal. Mm. Lass meine Finger dran. Ich sag's dir nur. Lass meine Finger dran. Lass sie dran. Gut, danke. Ja, ja, wenn es um Essen geht, dann ist Herr Müller ein ganz anderes Tier. Da ist doch kalt, die Pizza. Mal. Oh, sag mal. Beruhig dich mal. Ne. Hallo, 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 hallo. Bleib bitte mal entspannt. Es reicht jetzt, ne? Ihr übertreibt maßlos. Ich hab die Faxendicke mit euch. Wann kommt der Stargast? Der Stargast! Wenn du Real Kashi meinst, dann hast du dich mit Stargast definitiv verschrieben. Aber die Luftpumpe trifft demnächst ein. Meine erste Zigarette mit Kashi geraucht, als wir, ich glaube, 10 und 11 Jahre alt waren. Ah ja, natürlich, ich vergaß. Karasan, die Schwester von Kashi. Ja, moin moin, herzlich willkommen. Ja, wir haben uns ja auch noch nie persönlich gesehen, ne? Haben wir uns damals mal bei Sky gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe eure Eltern mal gesehen. Aber auch nur ganz kurz. Und dich habe ich, glaube ich, persönlich noch nie gesehen. Glaube ich. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. So, seit Jahren rauchfrei. Sehr schön. Meine Mutter hat damals auch sehr, sehr viel geraucht. Auch mein Vater hat ganz, ganz früher geraucht. Aber der hat dann auch aufgehört. Und meine Mutter hat tatsächlich nach Jahren dann irgendwann aufgehört zu rauchen. Und das bis heute. Hätte ich damals auch nie gedacht, ne? Für mich war meine Mutter eine rauchende Mutter. Jetzt ist der Schornstein aus. Also jetzt wegen dem Rauchen, ne? Treue bedeutet für mich, also ich würde schon nicht gut finden, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Sehr interessantes Thema, könnt ihr gerne gleich mal alle reinschreiben, wie das für euch ist. Treue fängt für mich da an, wenn meine Freundin zum Beispiel ohne mich unterwegs ist, wo auch immer, und jetzt wird sie von einem Typen angesprochen. So. Und, keine Ahnung, da flirtet sie jetzt irgendwie an. Dann ist für mich schon wichtig, dass sie da überhaupt nicht drauf eingeht. Also nicht mal ansatzweise. So, sondern den direkt abblitzen lässt mit irgendeinem knackigen Spruch, dass er weiß, alles klar, hier brauche ich gar nicht länger irgendwas versuchen. Es klingelt. Hm, wer könnte das wohl sein? Wir werden mal schauen. Okay. Also ist schon mal nicht die Person gewesen, die ich dachte, ne? Also die Person war schon mal nicht. Es war jemand anderes. Mir wurde gerade eben etwas geliefert. Wir schauen es uns gleich an, was das wohl sein könnte. Ja, im besten Fall erzählt man sich das dann auch und sagt, du, pass auf, heute, als ich weg war, da hat mich jemand angesprochen, bla bla bla. So und so habe ich reagiert. Muss man aber nicht, ne? Also, wenn man sich vertraut, dann muss man das einen auch nicht unbedingt mitteilen. Kann man aber. So, stärkt vielleicht noch das Vertrauen, wenn man sich das dann auch erzählt. Genau. Aber da geht die Treue los, ne? So, und viele finden es vielleicht auch in Ordnung, mal jemand anderen auf den Mund zu küssen. Ich würde es nicht in Ordnung finden. Also ich würde es nicht gut finden, wenn meine Freundin einen anderen Typen auf den Mund küsst. Ja. Weiß nicht, ich finde, das gehört sich nicht. Es ist doch meine Freundin und wenn, möchte ich meine Freundin auf den Mund küssen. Und da hat kein anderer Typ was mit seinen Lippen zu suchen. Aber da geht schon los, dass vielleicht der eine oder andere sagt, oh nee, du, das würde ich echt nicht schlimm finden. Und andere interessieren mich dann null. Ja, so sollte es im besten Fall sein. Wenn es natürlich losgeht, dass du in einer Beziehung bist und du interessierst dich für eine andere Person, dann ist meine Meinung dazu, dann läuft in der eigenen Beziehung irgendwas schief. Ansonsten fange ich nicht an und interessiere mich für eine andere Person. Dann interessiere ich mich scheinbar nicht mehr genügend für meine Partnerin oder meinen Partner. Also irgendwas ist dann, läuft schief. Und dann ist der Ansatz, sich nicht weiter auf andere Personen zu konzentrieren, sondern sollte es eigentlich einem immer das wert sein, dass man die Beziehung, die man führt,
dass man daran arbeitet, dass man mit seinem Partner redet oder seine Partnerin. Jetzt klingelt schon wieder hier, sind wir am Bahnhof oder was? Reicht's, ich mach Schluss mit dem Stream. Sag mal, Hottentotten hier oder was? So, also, ich gehe jetzt wieder zur Tür. Mal gucken, wer es jetzt ist. Geht mir komplett auf den Sack hier, die Scheiße. Ja, also, gerade eben hatte ich Post bekommen von einem Lieferanten. Wir schauen gleich nochmal uns das Paket an. Was es denn jetzt genau ist, was im Paket ist. Und ja, jetzt ist, du wurdest schon als Special Guest, wurde nach dir gefragt, ne? Der Special Guest. Also, wir haben hier den Kashi, meine Lieben. Da ist er. Hi. Da, der Kashi. Hallo. Moin, moin. Chat. Wahnsinn. Ja. Der Kashi. Ja, sehr schön. Kashi, schön, dass du da bist. Ich schieb mal den Kratzbaum ein bisschen beiseite. Das Nein. Ist Musik, wenn der Stream endet. Das ist deine Auftrittsmusik. Ja. Schön, dass du es zelebriert hast. Ja. Ach so. Das ist Strich in der Landschaft. Ist das. Kennst du nicht, oder was? Nee. Oh, bist doof? Nie gesehen. Ja. Ich dachte mir, ich bin Strich in der Landschaft. Ha! Plus Strich in der Landschaft. Nee, du bist Strich in der Landschaft mit Ausschlag. Ja. Ja, hab ich verstanden. Oh, geil. Oh, das wäre ein schöner Stream. Oh, dann hätte ich Eichelknallrot und so. Bam! Ja. Bam. Ja.